Ja, ist absolut gefährlich hier, ne? Bei so vielen Menschen, die hier rumlaufen, ist da nicht die Ansteckungsgefahr so hoch? Überall die geschlossenen Läden, die tote Innenstadt. Die Menschen trauen sich überhaupt nicht raus. Ja, wir halten uns jetzt hier im Hochrisikoland Türkei auf, in der Altstadt von Antalya. Möchtest du dazu was sagen, hochrisikomäßig? Ich habe Angst. Du hast Angst? Ja. Deswegen hast du dir jetzt ein hochrisikovolles Essen bestellt. Ja, und ein Hochrisiko-Bier habe ich auch bestellt. Ja, ist natürlich so eine Sache, ne? Kommen die Hochrisikosoßen. Hast du schon mal so eine Krankenautosirene gehört hier? Alle paar Minuten. Alle paar Minuten. Aber man sieht sie nicht. Ein Hochrisikokellner. Ja. Was natürlich auffällig ist, dass unter all den Anwesenden hier sehr wenige oder kaum Europäer zu sehen sind. Zwei siehst du, zwei hast du gesehen, also außer uns. Auch uns zwei. Ja, das zählt nicht. Ja, die Welt hat sich schon verändert. Und wenn man da so mittendrin ist, in so einem Hochrisikogebiet, ist das Leben natürlich besonders schwer. Das muss ich mal immer wieder sagen. Bestellen wir noch eins. Hochrisikoballons. Überall die wartenden Menschen darauf, dass sie dem Risiko begegnen. Ja. Ja, so sieht es in dem Hochrisikogebiet oder Hochrisikoland aus. Ja, ja, habe ich vorhin schon mal erwähnt, hochrisikobehaftet. Ja, überall traurige Musik. Traurige Menschen. Manche haben sich vermummt und möchten nicht von der Kamera erfasst werden. Verlassen wir das Hochrisikogebiet und tauchen ein in ein weniger risikobehaftetes Viertel. Aber das ist ja auch normal, wenn man auf dem Heimweg ist, dass man dann auch durch ruhigere Gassen kommt. Das ist aber auch wieder so gefährlich, ne? Naja, die Gefährlichkeit liegt hier im Verborgenen.